und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein ganz besonderes Video, denn ich habe mir überlegt, dass ich einen ganzen Tag lang, das heißt heute am Freitag, den ganzen Tag nur vegane Produkte essen werde. Das heißt vom Frühstück zum Mittagessen, zum Snack zwischendurch, bis hin zum Abendessen und Getränke. Ist alles dabei, alles wird vegan sein. 1, 2, 3, fuck it! Genau, das heißt, wir werden Ersatzprodukte ausprobieren, wir werden aber auch neue Rezepte ausprobieren und natürlich werde ich auch etwas probieren, was sehr beliebt ist unter Veganern. Das werde ich euch dann aber später natürlich nochmal sagen. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir direkt an mit dem Frühstück. Es ist ein bisschen merkwürdige Belichtung, ich weiß. Es ist inzwischen 8:30, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Wahrscheinlich eher weniger. 8:30. Ich habe mir überlegt, dass ich was anderes mache als Avocado Toast. Gefühlt ist jeder Veganer oder jemand, der healthy sein will, Avocado Toast. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich Pancakes mache. Dazu habe ich mich inspirieren lassen von dem Video von einer anderen YouTuberin. Das werde ich euch auf jeden Fall in der Infobox verlinken. Die hat sich auch einen Tag vegan ernährt und hat morgens einfach diese veganen Pancakes gegessen. Die sahen echt, echt gut aus. Und ich mag Pancakes. Wir machen Pancakes. Genau, die Sachen, die wir dafür brauchen, sind Backpulver, Zucker, Mehl, Salz, Öl und Wasser. Und daraus werden wir jetzt den Teig machen. Und dazu gibt's Erdbeeren, eine Banane. Und ich werde ein bisschen Zuckerrübensirup oben drüber machen, weil ich keinen Bock hatte, neuen Ahornsirup zu kaufen. Also das wird's geben. Dann würde ich mal sagen, mache ich jetzt mal die Pancakes. So, ich habe das Ganze jetzt mal zusammengemischt und das sieht recht flüssig aus. Also ich glaube, das muss eigentlich nichts heißen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es sich dann in der Pfanne macht. Während ich jetzt kurz die Pfanne heiß mache, wollte ich euch auch noch zeigen, was es zu trinken gibt. Und zwar habe ich mir gestern, beziehungsweise habe ich mit Franzi darüber gesprochen gehabt, und zwar habe ich mir gestern einen Reisdrink gekauft, um den eben in meinen Kaffee zu machen, anstatt eben normale Milch reinzumachen. Und normalerweise habe ich immer Kokosmilch da und trinke super gerne Kakaosachen damit. Aber für den Kaffee schmeckt Kokos einfach richtig merkwürdig. Deswegen habe ich Franzi gefragt, was sie gerne da drin trinkt. Und ich weiß, dass ich schon mal bei ihr Reisdrink in meinem Kaffee drin hatte. Also habe ich mir mal einen Tetrapack davon gekauft. Und den gibt es dann dazu. Ich habe ihn jetzt mal geflippt und auf der anderen Seite sieht das so aus. Sieht auf jeden Fall schon mal viel besser aus und sehr yummy. Yummy. Sieht auf jeden Fall gut aus. Genau. Die Pancakes brutzeln jetzt noch fleißig, deswegen werden wir jetzt mal den Kaffee mit der Reismilch fertig machen. So. Und dann werden wir den gleich probieren. Yes! Tut mir leid, ich kann leider nicht höher kommen, aber hier ist mein Kaffee drin und ich würde mal sagen, wir probieren den. Schmeckt auf jeden Fall nicht anders als mit normaler Milch. Finde ich auf jeden Fall gut. Kann man machen. Reismilch ist okay. Genau, meine Pancakes sehen allerdings jetzt aus wie Cousins. Der ist ein bisschen dunkler, der ist ein bisschen heller, aber so ist das halt im Leben. Genau, jetzt kommt noch der dritte. Der ist aber allerdings ein bisschen kleiner geworden. Und dann können wir die auch schon probieren. Wie ihr seht, ist das jetzt mein Frühstück. Ich habe ein bisschen übertrieben mit den Erdbeeren und ein bisschen mit dem Sirup. Aber ich hoffe, es wird trotzdem schmecken. Und ich würde sagen, das ist echt ein gutes Frühstück. Ich war gerade bei Rossmann, weil ich noch Sachen für heute gebraucht habe. Und zwar habe ich mir einmal ein Kichererbse-Ingwer-Brotaufstrich gekauft.
Man muss ja irgendwas abends auf sein Brot essen. Und ich habe schon veganen Käse, den ich probieren möchte. Und dann dachte ich mir noch so einen Aufstrich. Ich hatte schon oft solche Paprika-Zucchini-Aufstriche, aber die kann ich halt mittlerweile schon auswendig. Dann habe ich mir natürlich auch noch zwei Riegel gekauft für den Snack. Und zwar einmal von Raw Bite den Kakao. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der schmeckt. Ich hoffe, dass der vegan ist. Es steht Kakao drauf. Und ich gehe mal stark davon aus, dass mit Kakao nur die Frucht Kakao gemeint ist. Ja, auf jeden Fall werden wir es sehen. Und dann habe ich Franzi gefragt, was denn so ein klassisches veganer Snack-Food-Riegel-Ding ist. Und sie hat auf jeden Fall gesagt, Cliff Bars sind auf jeden Fall richtig groß im Kommen. Und genau aus dem Grund habe ich mir einen Cliff Bar gekauft. In Peanut Butter Banana with Dark Chocolate. Hört sich auf jeden Fall mega nice an. Scheint auch ein recht großer Riegel zu sein. Hat auch 2 Euro gekostet. Für eine fucking Riegel. Okay. Ja, den werden wir nachher auf jeden Fall auch ausprobieren. Und jetzt fahren wir zum Aldi. Dort werde ich auch noch einige Sachen besorgen. Zum Beispiel auch fürs Mittagessen. Und dann muss ich leider noch in die Stadt zum H&M-Paket abgeben. Gar keinen Bock. Aber so ist das Leben. So, wir sind jetzt bei Aldi, da werde ich noch den Rest kaufen, den zeige ich euch dann gleich. Und ja, dann gibt es auch wahrscheinlich schon in 2 Stunden oder so Mittagessen. So, das Frühstück ist schon verdaut und es ist mittlerweile auch schon 12.41 Uhr, ja, wenn es fokussieren würde. Aber das Frühstück ist auf jeden Fall schon verdaut und es gibt jetzt Mittagessen. Und zwar gibt es ein Sesam-Blumenkohl-mariniertes etwas und dazu gibt es Reis und ja, das werden wir jetzt machen. Klingt eigentlich ganz einfach im Rezept, also man muss jetzt nicht viel dafür können und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ich habe jetzt so einen ganzen Blumenkohl gekauft. Den müssen wir jetzt erstmal in kleinere Portionen schneiden. Dann kommt er in den Ofen, danach kommt die Soße drauf und der Reis und dann ist es eigentlich auch schon fertig. That's good. Damit das Ganze natürlich auch realistisch ist, muss ich schon alles zeigen, was ich esse. Und ich bin gerade am Kochen und ich hatte noch diese halbe Banane übrig von heute Morgen. Und ich glaube, die esse ich einfach während ich koche, weil ich habe schon ein bisschen Hunger. Und ja, es dauert noch sehr, sehr lange, bis der Blumenkohl fertig ist. Aber ich glaube, es wird gut. Es riecht auf jeden Fall geil. Genau, ich esse jetzt einfach mal die halbe Banane. So sieht das Ganze dann im Endeffekt aus. Das sieht echt ein bisschen aus wie Fleisch, schmeckt natürlich aber nach Blumenkohl. Genau, ich habe da ein bisschen Schnittlauch drauf gemacht und ein bisschen Sesamkerne. Genau, so sieht das dann aus. Und das werde ich jetzt essen. Wie schon vorhin gezeigt, habe ich mir 2 Riegel gekauft. Ich weiß jetzt nicht, was ich das betiteln sollte. Das sind auf jeden Fall meine Snacks und ich habe beide mal mitgenommen, um beide mal zu probieren. Und so haben wir zum einen ein Cliff Bar in Peanut Butter Banana. Ich glaube, das kann man nicht so gut lesen, weil es sich ständig auf mein Gesicht fokussiert. Und ein Raw Bite in Kakao. Und die beiden werden wir jetzt mal probieren und schauen, wie die schmecken. Als erstes probieren wir den Raw Bite. Ich würde mir jetzt mal vermuten, dass es nicht abgefahren nach was anderem schmeckt als normale solche Schokodinger. Aber man soll ja niemals nie sagen. Er sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders aus. Also ich finde, man erkennt auf jeden Fall, dass er mit Datteln gemacht wurde, weil er nicht wirklich so eine Schokoladenüberzug hat, sondern eher so aussieht, wie als wäre es eine Dattelnussmasse mit ein bisschen Kakao für noch dunklere Farbe. Aber genau, dann probieren wir den jetzt mal. Also es ist auf jeden Fall sehr trocken, finde ich. Die Nüsse schmeckt man auf jeden Fall raus. Man schmeckt auch, was es für Nüsse sind.
Schmeckt halt einfach ein bisschen trocken. Also würde das jetzt vielleicht nur zu einem Kaffee essen. Schmeckt gut vom Geschmack her. Also man schmeckt, ich glaube, dass da Datteln drin sind. Ja, Datteln und Rosinen. Ich finde, das schmeckt man auch raus. Es schmeckt insgesamt sehr gut. Ein bisschen nach Schokolade, wobei die Schokolade wahrscheinlich am allerwenigsten gefühlt ist. Schmeckt einfach nach Datteln, Nüssen, Rosinenpappe. Wobei es nicht nach Pampe schmeckt, sondern eben sehr trocken ist. Also würde dazu auf jeden Fall was trinken. Dann als zweites haben wir den Cliff Bar oder die Cliff Bar oder was auch immer. Steht auch dran, dass das neu ist. Ich weiß jetzt immer nicht, was beim Lebensmittel neu heißt. Aber wenn ich die Verpackung aufkriegen würde, wäre auch schon mal cool. Ich habe jetzt endlich den Cliff Bar offen. Es riecht auf jeden Fall schon mal sehr nussig. Er sieht auch so ähnlich von der Konsistenz her aus wie der andere. Ich kann euch das ja mal vielleicht zeigen. So, jetzt seht ihr das endlich mal. Es sieht so ein bisschen, jetzt könnt ihr es sehen, sieht so ein bisschen nach Mousse aus oder so. Aber ich finde auf jeden Fall den hier viel besser als den anderen. Also man schmeckt die Banane, man schmeckt die Erdnüsse. Es sind auch noch so dunkle Schokoladenstückchen drin. Ich finde den echt viel geiler. Den würde ich mir sogar noch mal kaufen. Ich glaube, da kann man wirklich als großen Snack den essen. Inzwischen ist es schon 20.17 Uhr, was bedeutet, es ist für mich jetzt Abendessenzeit und natürlich ist das auch vegan. Und zwar haben wir hier zwei Reiswaffeln, das sind so ganz normale, ungesalzene, ohne irgendwas. Auf dem einen ist dieser Kichererbsen-Ingwer-Aufstrich drauf. Der riecht sehr gut, nicht zu stark nach Ingwer, weil ich hatte Angst, dass das dann zu scharf riecht nach dem Ingwer, aber es riecht eher nach Kichererbsen mit ein bisschen Ingwer, was ich eigentlich echt gut finde. Und dann das, worauf ich am meisten gespannt bin, ist eins mit Käse. Natürlich heißt es nicht Käse, es heißt Genussscheiben, was ich eigentlich viel geiler finde als Käse. Vom Namen her zumindest. Und es riecht nach Käse. Ich habe meine Mama und meine Schwester gefragt und die meinten beide, es riecht ein bisschen wie Käse. Also es hat nicht komplett den käsigen Geschmack, also man riecht, dass es ein bisschen nach Nuss riecht. Es besteht auch aus Mandeln und ich bin echt gespannt, wie der Käse schmeckt. Aber zuerst würde ich sagen, probieren wir den Kichererbsen-Ingwer-Aufstrich. Schmeckt echt gut. Also wer Kichererbsen mag, wer Ingwer mag, ist echt ein guter Aufstrich. Also den Aufstrich an sich finde ich schon mal gut. Da könnte man jetzt wahrscheinlich auch noch Gemüse drauflegen. Könnte mir sehr gut Tomaten oder Gurken vorstellen. Einfach da oben drauf. Schmeckt bestimmt mega lecker. Jetzt trinke ich kurz einen Schluck und dann probieren wir den Käse. So, dann probieren wir jetzt das Käse-Reiswaffel-Brot-Dings. Schmeckt echt wie nussiger Käse auf Reiswaffel. Ich probiere jetzt mal ein Stück nur vom Käse, um zu testen, wie denn der Käse schmeckt, damit ich jetzt nicht von der Reiswaffel geblendet bin. Stück Käse. Krass. Also der schmeckt echt nicht schlecht. Ich hatte mit Franzi davor geredet, was man denn auf seinem Brot essen kann oder auf seiner Reiswaffel. Und sie meinte, dass sie nicht so ein Fan von diesen Ersatzprodukten ist. Die meisten auch ein bisschen, naja, schmecken. Aber ich finde, der Käse, der geht richtig gut klar. Also der Käse schmeckt wirklich einwandfrei. Gibt es nichts zu beanstanden. Er schmeckt nicht komisch, er schmeckt nicht eklig, bin echt begeistert. Ja, ich werde jetzt mein Abendessen noch genießen, wollte euch natürlich aber noch kurz eine Zusammenfassung geben zum Tag, wie ich es fand. Also ich glaube,
Hätte ich mir nicht so viele Gedanken vorher darüber gemacht, über veganes Essen, was ich essen kann und was nicht. Ich glaube, wäre es schwerer gewesen, aber ich glaube, dass man so kleine Changes ganz einfach machen kann, indem man jetzt einfach seine Haarmilch durch Reismilch ersetzt. Also ich habe beim Kaffee vor allem keinen Unterschied geschmeckt. Da ist der Kaffee mehr im Vordergrund als die Milch, also da geht es super klar. Und klar muss man sich vorher ein paar Gedanken machen oder muss auch manchmal überlegen, ob man das essen kann. Zum Beispiel auf der Arbeit haben wir solche Schoko-Karamell-Bonbons und ich esse nicht jeden Abend, wenn ich da arbeite, eins, aber so ab und zu nimmt man sich da mal eins weg und heute dachte ich, nee, ich kann das nicht essen heute. Und man muss es sich einfach bewusst werden und ich glaube, irgendwann geht es einfach in so eine Routine über, wo man einfach schon Bewusstsein dafür entwickelt hat. Aber ich würde sagen, mittlerweile durch die vielen Ersatzprodukte, wie zum Beispiel den Käse, ist es gar nicht mehr so schwer, sich vegan zu ernähren, weil am Anfang war ja immer dieses, ja, was esse ich dann? Was gibt's überhaupt? Und klar, die Ersatzprodukte sind jetzt vielleicht auch nicht so gut und ist eigentlich auch nicht der Sinn davon, dass wir Produkte, die wir nicht mehr essen können, einfach durch irgendwas anderes ersetzen. Also auch ein bisschen weird. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall, es vereinfacht einfach den Weg. Wenn man sagt, ich möchte ein Käsebrot, dann isst ein scheiß Käsebrot. Und es war auf jeden Fall echt interessant. Und ich bin schon am Überlegen, ob ich vielleicht mal eine Woche lang vegan essen sollte, um das einfach mal ein bisschen mehr zu testen, um ein bisschen den Druck zu haben, das wirklich 7 Tage mal zu machen. Und ich meine, vielleicht kann man sich da auch steigern. Vielleicht machen wir irgendwann einen Monat, vielleicht machen wir irgendwann ein halbes Jahr, vielleicht machen wir irgendwann ein Jahr. Das kann man ja nicht vorher sagen. Auf jeden Fall, wenn ihr nochmal ein Video zu veganem Essen haben wollt, so eine Woche vegan essen, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Das würde ich super gerne machen. Das hat mir echt viel Spaß gemacht und bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass man vegan essen kann, ohne zu hungern, ohne nur merkwürdige Sachen essen zu müssen, wie Tofu. Es gibt so viele nice Rezepte. Man muss sich natürlich Gedanken darüber machen, was natürlich ein bisschen Zeit beansprucht. Aber im Endeffekt tun wir es für uns, tun wir es für die Umwelt, tun wir es für die Tiere, tun wir es für jeden. Und das ist ja eigentlich der Sinn der Sache. Genau, deswegen werde ich jetzt mein Abendessen weiter genießen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, ob ihr euch so ein eine Woche vegan Video wünscht. Und ja, das war's dann auch schon. Tschüss!